Ein herzliches Grüß Gott zu Vollwert. Kreative Köpfe aus Musik und Kultur präsentieren wir Ihnen. Und heute in Korb im Autohaus Eckerle habe ich Ihnen eine ganz besondere schwäbische Truppe da. Waschbrett heißen sie. Und ich stelle Ihnen kurz meine Gäste vor. Steffen Kaup zu meiner Linken, Rainer Eckerle und Ebbe Buhl. Ich fange gleich hier mal an. Mit Waschbrett ist wahrscheinlich nicht der Bauch gemeint. Glücklicherweise nicht, nein. Wie seid ihr zu dem Titel gekommen? Ja, war ein bisschen schwierig, aber wir haben ihn für den einzigst authentischen gefunden, der noch nicht belegt war in Deutschland. Das heißt gar nicht unbedingt von dem Instrument her, weil früher war ja Waschbrett gerne im Blues oder auch bei Skiffle sehr beliebt. Das war für uns eher ein Problem, dass man zu sehr Skiffle eben meint. Ne? Und wir haben aber geguckt, wenn man dann irgendwie Riesling oder sonst was Schwäbisches nimmt, das klingt alles ein bisschen folkloristisch. Und von daher haben wir echt gerungen. Querbeet war mal noch ganz kurz, Querbeat war dann noch, aber es war schon belegt, wie der Rainer sagt. Dann haben wir uns doch, sind wir bei Waschbrett geblieben. Und Waschbrett ist ja ein sehr erdiger, ein arbeitsamer Titel. Genau, also volles Brett kann man damit verbinden, das volle Bluesbrett oder eben tatsächlich Erdung, ne? Also sprich alltagsnah und bodenständig. Ne? Und das ist natürlich das Schwäbische natürlich auch wirklich gut dazu. Ja. Und konsequent sind auch die ganzen Liedtexte in Schwäbisch. Das heißt, ihr habt auch kein Hochdeutsch in der Band? Nö, das kann man nicht wirklich so sagen. Also wir schwätzen einfach alle Schwäbisch und... Ich kann schon reden. Stimmt, ich kann nicht Hochdeutsch. War klar, wir leben einfach im Schwabenland, im Remstal im meisten und war für uns oder für mich zumindest klar, dass man das in Schwäbisch macht. Und das ist mir auch wichtig. Ich möchte einfach unser Sport transportieren, unsere Offenheit, schwäbische Weltläufigkeit, sage ich mal. Aber ich finde es manchmal ist ja gar nicht so leicht, zum Beispiel wenn man Liedtexte schreibt, die tatsächlich im Dialekt zu schreiben. Weil Wortbilder hat man zwar in der eigenen, in der Dialektsprache, aber irgendwie ist man gewohnt, schriftlich Dinge anders auszudrücken. Also für mich war der Prozess gerade andersrum. Ne? Ich habe irgendwann mal ein schwäbisches Lied geschrieben und der Ebbe sagte, hey, jetzt schreibst du dann nochmal 10 und dann machen wir da eine CD draus und wie auch immer. Das ging dann so ein Ruck. Ich habe ja viele Lieder geschrieben früher auf Hochdeutsch als Liedermacher, ne? Also immer sehr seriös und abstrakt. Und diese schwäbischen Lieder, die waren alltagsnah, ne? Also ganz konkrete Situationen, oft auch an einem Idiom, an einer Redewendung orientiert. Und so kam das also relativ für mich selber sehr überraschend, dass es so floss. Weil meine hochdeutschen Texte waren für mich viel anstrengender. Ja? Und von dem her fand ich das immer wichtig. Ein Qualitätssiegel war dann noch, dass sie irgendwo zum Schmunzeln einladen, das war ganz wichtig. Und gerade weil der Ebbe ja kein Hochdeutsch kann, sondern gut Schwäbisch, ist das dann immer sozusagen der Lizenzgeber, dass es wirklich auch gut ist. Ja? Also der Humor macht das aus. Ja? Der Band, finde ich, macht noch etwas anderes was aus. Ihr habt auch alle sehr unterschiedliche, aber sehr erdige Berufe. Ebbe, ich fange mal bei dir an. Du bist sogar in einer ganz besonderen Ich-AG drin, kann man sagen. Ein Beruf, der sich um andere Menschen kümmert, aber nicht so, wie man es gewohnt ist. Nicht irgendwo, was weiß ich, in einem Heim, sondern wirklich im Alltag. Ja, ich verkaufe nicht wirklich was, aber eigentlich verkaufe ich schon was. Ich verkaufe einfach emotionale Sicherheit. Das war jetzt Hochdeutsch, gell? Ja. Aber ich tue einfach Menschen unterstützen, die ein Handicap haben, die einen Unterstützungsbedarf haben, ob das jetzt Menschen mit einer geistigen Behinderung sind oder Menschen mit einer seelischen Krankheit oder einfach sonst vom Verhalten her Probleme haben. Und
komme ich ein, zweimal die Woche zu Besuch, wir besprechen das, was notwendig ist, wo sie Hilfe brauchen, fängt an bei der Körperhygiene manchmal sogar, Haushalt, die Struktur einkaufen, geht hin bis zu Konfliktlösungen oder auch die Finanzen in Ordnung zu bringen, sage ich mal. Ganz besondere Herausforderung natürlich. Schlägt sich das auch in der Musik nieder? Ich glaube nicht. Und eine besondere Herausforderung ist für mich nicht, das mache ich schon mein Leben lang. Mhm. In der Musik. Ja, für mich ist die Musik wichtig, sage ich mal, insofern nicht so der Titel, sondern einfach das Zusammenspiel von uns. Und der Rainer ist eher gewohnt, einen anderen Klang tagtäglich zu hören, nämlich der von Motoren. Wie bist du zur Musik gekommen oder wie seid ihr überhaupt zueinander gekommen? Also ich zur Musik, irgendwann mal hat meine Nachbarin, habe ich gehört, Akkordeon gespielt, die hat mir später Unterricht gegeben und dann habe ich aus einem Akkordeonverein raus Musiker, Mitmusiker gefunden, dann haben wir Band gegründet, der Proberaum war bei mir, dann haben mich auch andere Instrumente interessiert und so bin ich dann zu unterschiedlichen Musikarten gekommen. Also mir gefällt beispielsweise unheimlich barocke Musik von Bach. Ist aber nicht gerade euer Stil. Nee, aber es ist doch toll, dass man so vielfältige Musik überhaupt, dass es die gibt. Und hier machen wir natürlich Musik mehr für den Bauch, nicht für den Kopf, sondern für den Bauch. Und da ist diese Bluesrock-Schiene eine tolle Möglichkeit, sich auszudrücken. So bin ich zur Musik gekommen, zu der Band bin ich gekommen, indem einfach ein Anruf kam, ob ich Lust hätte, da mitzuspielen. Ich hatte diese Musiker vorher nicht gekannt, war also Novum. Und von daher sind wir jetzt etwa ein Jahr zusammen und haben diese CD produziert und gemacht. Und super. Habt ihr schon mal ernsthaft überlegt, ob ihr nicht tatsächlich auch ein Motor in ein Stück aufnehmt? Ich habe das bei einer anderen, sehr bekannten Band hier aus der Gegend schon mal gesehen. Bisher nicht, aber man könnte es ja mal probieren. Klar. Auf Steffen will ich mit einer ganz anderen Frage nochmal weitermachen. Brauchst du WLAN? WLAN, ja, das ist ganz, ganz wichtig bei mir, weil ich bin mittlerweile in einem Sonderpfarramt, also ich bin Pfarrer vom Beruf her und jetzt Jugendpfarrer beim Jugendwerk und das ist tatsächlich vom Gemeindepfarramt hin zum Jugendpfarramt und zu diesem Landesjugendwerk eine ganz andere Sache. Da geht es nur mit WLAN eigentlich. Ja. Aber in deinem Stück hast du es ja noch ein bisschen anders auf die Spitze getrieben. Genau, also da ist es so, dass man es eigentlich nicht braucht, ne, als Bodenständiger. Ich bin ja auch, muss ja auch authentisch sein, immer noch nicht bei Facebook, aber auch das wackelt schon aufgrund der Sache, die wir so erleben. Aber in der Tat ist mir es wichtig quasi und ich bin da auch davon überzeugt, dass die wesentlichen Prozesse, ja, für uns als Menschen und in der Begegnung miteinander wirklich immer im Offline-Bereich sind, sage ich mal. Also sprich eben nicht digital bildet sich wirklich Entscheidendes, aber sondern das Wesentliche lernt der Mensch vom Menschen. Und deswegen steckt es hinter einem Lied, genau, solange wir gesund sind, auf das kommt es eigentlich an. Und viel Schnickschnack brauchen wir eigentlich überhaupt nicht. Brauchst du Daimler? Ich nicht. Brauchst du ein Haus? Ich nicht. Brauchst du einen Garten? Okay, das wäre nicht schlecht. Aber bloß alles ist wirklich wichtig. Alles ist bloß recht. Solange wir gesund sind, brauchen wir kein Geld. Solange wir gesund sind, springen wir so die Welt. Solange wir gesund sind, geht's uns so gut. Solange wir gesund sind, brennt in uns. Das Leben ist gut. Fiel auf, dass der Schwabe noch etwas braucht, nämlich ein Weckle, habt ihr gesagt. Wie seid ihr ausgerechnet da drauf gekommen? Ist das nicht schon ein bisschen aus der Mode gekommen? Eher Lauge, Brezel oder sowas findet man ja bei den Schwaben.
Ein Weckle ist doch was authentisch Schwäbisches und der Mensch braucht ja nicht bloß ein Weckle zur Nahrungsaufnahme. Von daher hat der Titel sehr gut passt und ist auch symbolisch auch so gemeint. Und der Ebbe springt da jeden Samstagmorgen zum Bäcker noch, damit der Samstag in Samstag ist schon ein Laugenweckle auf dem Frühstückstisch liegt, oder Ebbe? Daraus entnehme ich, ihr übt am Samstag oder habt ihr andere Übungstage? Nein, das hat jetzt mit dem Üben nichts zu tun, aber das Weckle ist ja für mich etwas Besonderes, weil unter der Woche esse ich halt das Gesellsbrot, aber samstags gibt es dann der Wege mit gut Butter drauf. Vorher so ein Luxus. Zum Luxus, ja, das ist dann der Luxus. Da genieße ich natürlich auch den Samstag. Aber vorher nochmal zum Sagen, so mit dem WLAN und das hat vielleicht auch ein bisschen was mit mir zum tun, das Lied, weil ich stehe da gar nicht auf so Sachen. Heute war ich auch mit jemandem unterwegs und da haben wir auch gedacht, Menschenskinder, da gibt es Menschen, die haben wirklich nicht viel Geld, aber die will jetzt Hightech-Handy hoch 10 und das teuerste. Würde ich mir jetzt nie im Leben, aber ja, so ist es halt einfach unterschiedlich. Und wie ich gesagt habe, mir ist auch die Person, also das Gegenüber wichtig. Der Austausch von Auge zu Auge und das bringt wahrscheinlich mehr wie hier über Facebook und was weiß ich, was nicht alles gibt, wo das Ding immer hupt. Das getraue ich mir sehr kaum zu sagen, aber eure CD habe ich zuerst auf meinem Handy gehört. Tut mir leid. Und der hervorstechendste Titel, weil man Schwaben und Gold nicht unbedingt zusammenbringt, ist ja trotzdem ein Bregele Gold. Ja. Mir wäre es mal wichtig, ob du das unseren Zuschauern ein Stück weit erklärst, was du damit gemeint hast. Also es geht einfach darum, dass der Roger Williamson starb ja jetzt jüngst erst, ne, und hat deutlich gemacht, Leben findet im Augenblick statt oder es findet gar nicht statt. Und das Bregele Gold-Lied nimmt auf, dass wir zwar ziemlich viele Dinge mittlerweile haben auf Hochglanz, ne, also wo uns anglänzen, jede Homepage glänzt uns an, ne, und wird uns schmackhaft gemacht, aber dass wirkliches Gold gefunden wird, heißt es noch lange nicht, also nicht alles, was glänzt, ist Gold. Und das Bregele Gold sagt aus, in den kleinen Dingen, ne, oft in den ganz menschlichen Dingen, im Text heißt es dann zum Beispiel, hast eine Frau, die dich liebt, obwohl sie dich ganz kennt, oder bist für die Mutter dankbar. Ne. Wenn sowas passiert, dann findest du dieses Bregele Gold, also sprich wirkliches Lebensglück. Ne? Das ist so der Gedanke. Es braucht nicht viel, aber eben diese, ja, ich sag mal, auch Achtsamkeit, Aufmerksamkeit für den Augenblick, ne? Und das, was mir geschenkt ist. In einem anderen Lied machen wir ja dann zum Beispiel, wo der Rainer dann auch singt, geht es ums halb volle Glas oder halb leere Glas. Ne? Bei Warum, Warum, da nörgelt jemand die ganze Zeit und bruddelt rum. Und Rainer, du kannst ja selber sagen, wie es dann endet mit diesem leeren Glas. Na gut, die Frage, die ja schon lange im Raum steht und bekannt ist, ist Glas halb leer oder halb voll? Und wir sind einfach der Meinung, dass man es lieber positiv sehen soll und uns stören eher Menschen oder wir finden es traurig, dass es Menschen gibt, die einfach so negative Einstellungen haben. Und zum Blues passt dann einfach dieser Titel wunderbar dazu. Du kannst in Daimler fahren und wohnen im Palast. Und doch bist du arme Sau, denn du lebst wie im Knast. In deiner Welt bist du ein Held und machst ganz groß dein Ding. Doch frage mich, was lebt in dir ganz tief drin? Du musst kein König sein und auch kein Scheich, denn schon ein Bregele Gold dein Leben reich. Du musst kein König sein und auch kein Scheich, denn schon ein Bregele Gold macht dein Leben leicht. Wir saufen nicht und doch sind wir im Rausch. Mensch, wach auf, guck doch noch und lausch. Der Goldrausch benebelt die uns, Leben schleicht davor. Nicht vieles von dem, was da glänzt, macht die froh. Oh, oh. Du musst kein König sein und auch kein Scheich, denn schon ein Bregele Gold macht dein Leben. Ihr habt auf dem Kirchentag gespielt und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 5 oder 6 Mal sogar an verschiedenen Stellen. Ich habe euch dort live gehört. Geistliches Liedgut habt ihr nicht direkt auf eurer CD, aber ich sage mal so indirekt kommen die Themen ja vor. Du hast gerade gesagt, das Wertvolle im Leben erkennen.
Bei dem Lied Baba habe ich kurz auch gestutzt, ob da nicht auch, ich sage jetzt mal vom Vater Unser abgeleitet, auch Gott der Vater noch mitgemeint ist, obwohl es am Schluss im Lied noch in eine ganz andere Richtung geht. Wie weit spielt das für euch eine Rolle in euren Texten, was ihr auch sonst im Leben für wichtig haltet? Ja gut, also ich habe schon gesagt, ich bin Pfarrer, ich würde sagen, ich bin Christ und ich schreibe jetzt alle Liedtexte und auch die Songs hier bei Waschbrett. Und natürlich fließen Lebensüberzeugungen und damit auch Glaubensüberzeugungen mit ein. Allerdings nie explizit. Wir sind ja keine christliche Band, sage ich mal. Ne? Wir haben da lauter zum Teil auch Heiden unter uns. Ne? Aber wir sind wirklich ein gutes Team. Und das ist auch das Entscheidende, dass man also sprich den anderen respektiert. Und von dem her gucke ich immer natürlich von meiner christlichen Tradition, von meiner biblischen Tradition, was kann ich da vielleicht noch einbringen. Zum Beispiel beim Weckle, das macht es sehr deutlich, heißt es am Schluss, was braucht man dann wirklich? Der Luxus, der blendet, ne, und schätzt nicht, was er hat. Und dann heißt es aber dann ganz zum Schluss, ich brauche bloß ein Weckle, breche nichts übers Knie, bloß ein Freund und ein Wort und ein Weckle brauche ich. Und da hört man vielleicht auch zum Beispiel was aus dem Evangelium. Ja, ich brauche nämlich nicht mehr als ein Wort Gottes oder eben Zuwendung, ne, ein Freund und das Stückle Brot sozusagen. Also von daher, glaube ich, kann man von fast allen Songtexten mit wenig Aufwand auch einen biblischen Bezug herstellen. Ja. Wo sind denn normalerweise so eure Konzerte? Ich habe vorher gesagt Kirchentag, aber ich vermute, der ist ja nicht jeden Tag in Stuttgart, wo ihr sonst denn noch vorhabt aufzutreten oder schon aufgetreten seid. Ja gut, typischerweise auch in Pubs und ansonsten bei allen Möglichkeiten, wo man glaubt, uns gebrauchen zu können. Wir sind ja gerade dabei, das Ganze ins Laufen zu bringen und wir freuen uns über jede Auftrittsmöglichkeit. Und Biergärten natürlich, Biergärten, ja. Ne, und bei Musiknächten hat uns jetzt sehr gefreut, die Kirchheimer Musiknacht, das ist ja mit die größte in der Bundesrepublik, die hat uns jetzt auch verpflichtet, das hat uns sehr gefreut. Aber wie der Rainer sagt, es läuft gerade erst an und es läuft ganz gut an. Ich komme nochmal zurück. Mit ganz erdigem Bluesrock, so habe ich festgestellt, beginnt eure CD. Am Schluss habt ihr aber auch, ich drücke es mal so aus, ein bisschen lockerere Popsongs und ihr habt es auch geschafft, Blasinstrumente, also Saxophon, Holzblasinstrument oder eine Querflöte draufzubringen. Ihr seid also nicht ganz so orthodox im Stil. Also es hat sich einfach entwickelt, sage ich mal, und entwickelt sich immer weiter. Wir kämpfen da auch manchmal bei dem Üben miteinander, weil ich jetzt immer straight spielen will, mich manchmal schwer tun mit den Zwischentönen, aber das ist einfach ein Prozess. Und da haben wir jetzt auch einen Saxophonist, ist jetzt der zweite Saxophonist, wo dabei ist, der erste hat gesagt, ey, fucking Rock'n'Roll will ich nicht mehr spielen, jetzt haben wir einen anderen. Und wir haben da einfach Möglichkeiten, wo wir jetzt so ganz langsam ausloten und dann kommen natürlich auch so Titel zustande wie am Schluss da drauf, wo ich auch gedacht habe, am Anfang, das will ich nicht spielen oder das spiele ich nicht und es entwickelt sich und es ist echt ein schöner Prozess. Also toll finde ich ja, dass die Musiker sehr vielfältig aufgestellt sind. Steffen bringt immer Ideen mit und ich habe schon oft zum Steffen gesagt, eigentlich müsste er zweimal gleich den Text pro Idee schreiben, weil so viele unterschiedliche Möglichkeiten entstehen, dass man aus jeder Idee mindestens zwei Stücke unterschiedlicher Art entwickeln könnte. Und das spiegelt sich auf der CD auch wieder. Thank you.
mir auch auffiel, was euch sehr gut gelingt, ist natürlich in einer einfachen Sprache zu bleiben. Ist das eher anstrengend? Ich meine, du musst dich ja manchmal auch mit sehr theoretischen Dingen auseinandersetzen. Du hast dich ja sogar mal in eine Milieustudie für die Landeskirche eingelassen, beziehungsweise für die Jugendarbeit. Dieser Sprung, fällt es leicht? Ja, insofern, dass eins meiner Projekte beim Jugendwerk tatsächlich eben Milieuarbeit ist, das heißt Lebensweltarbeit, da geht es um ganz konkrete Alltagskultur, ne? Da muss man hingucken, was beglückt Menschen, was beseelt Menschen, woran leiden sie, was sind ihre Werte. Von dem her ist man eigentlich sehr geerdet jetzt durch diesen Job oder durch diese Aufgabe, durch dieses Projekt. Und wie gesagt, vorhin habe ich es ja schon deutlich gemacht, mir ist aufgefallen, dass ich im Dialekt viel geerdeter, viel alltagsnäher Texte als eben im Hochdeutschen. Das ist für mich, wie gesagt, ich bin jetzt vor 2 Jahren 50 geworden, das ist für mich absolut überraschend gewesen, diese Erfahrung, ne, dass es so rausgeflossen ist. Also nee, gerade andersrum, für mich ist es einfacher. Ne? Und ich orientiere mich dann oft eben. Also zum Beispiel war eine Dienstbesprechung bei uns und mein Kollege aus Blaubeuren, ja, der hat dann gesagt, jetzt ist das wieder passiert und keiner weiß warum. Dann hocke ich da mit meinem iPad. Und dann wird warum draus. Zum Beispiel, genau. Also sofort wird das Idiom oder die Redewendung aufgeschrieben, ja. Und irgendwann kommt der Text dann raus, und zwar mit Alltagssituationen. Ne? Ist aber auch gefährlich, gell? Eigentlich kann man ja alle 20 Kilometer hier in Baden-Württemberg einen anderen Dialekt rausziehen. Habt ihr es geschafft, euch da zu einigen, oder ist das dann einfach Steffens oder Rainers Dialekt? Ja gut, ein paar wenige Worte kann man es dann festmachen, dass der Steffen dann nicht ursprünglich aus dem Remstal kommt, wenn er so Worte wie läuft. Es läuft nicht rund, bei uns sagt man, es läuft nicht rund. Ja, ein bisschen Richtung Heilbronn oder so. Ja, genau, und das merkt man dann halt, aber das tut dem Ganzen ja keinen Abbruch. Es gibt ja wohl 26 Dialekte, habe ich mir mal, also Dialektformen vom Schwäbischen. Ja, natürlich sind wir dann nur einer, aber ich glaube, wir sind ganz gut im Speckgürtel sozusagen, da sind wir verwurzelt. Speckgürtel für die nicht ganz so Kundigen ist Stuttgart gemeint und der mittlere Neckarraum. Ja, wir im Remstal, wir gehören mehr zu den Ärmeren. Aber es ist ganz lustig. Lachen alle. Aber war ganz interessant, wo man jetzt dann gesagt hat, die Texte müssen ja auch in das Booklet von der CD rein. Mhm. Und wir haben die so mal geschrieben können, und dann haben gesagt, das schreibt man doch gar nicht so. Und wie schreibt man denn das überhaupt? Das war dann ein Prozess, dann hast du geguckt, dann habe ich geguckt, hat, glaube ich, der Markus noch geguckt, dann habe ich es meiner Schwester, die hat hier das Booklet gemacht, die hat auch gesagt, die hat es auch anders geschrieben. Und das haben wir schon eine Weile gebraucht, bis wir das dann so nachgebracht haben, wie das anscheinend so gehört. So kurz kann ich jetzt am Schluss sagen, ich danke euch für die tiefen Einsichten in eure Entstehungsprozesse, in eure Dialekt, in eure Erdigkeit auch hinein. Und ich sage nicht nur euch Danke, sondern auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie heute dabei waren bei Vollwert, und freue mich natürlich, wenn Sie wieder zuschalten, wenn es heißt, kreative Köpfe aus Musik und Kultur. Auf Wiedersehen.